The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Alle Taten werden vor Gericht gebracht. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. In jedem individuellen Fall läuft ein Vorgang ab, der viel wunderbarer ist als das, was der Künstler auf die polierte Platte überträgt. Die Kunst des Fotografen besteht nur darin, dass er das Bild auf eine vergängliche Substanz prägt. Doch im Lebensbericht wird der Charakter gewissenhaft aufgezeichnet. Und dieser Bericht, wie dunkel auch immer er sein mag, kann niemals ausgelöscht werden, es sei denn durch das Blut des Sühneopfers. Engel Gottes machen vom Charakter Lichtbilder, ebenso genau wie der Künstler die menschlichen Züge abbildet. Und aufgrund dieser Aufnahmen werden wir gerichtet. Wenn das Gericht sich setzt und die Bücher geöffnet werden, wird es so manche erstaunliche Enthüllung geben. Die Menschen werden dann nicht als das erscheinen, was sie vor Menschenaugen und begrenzten Urteilen darstellen. Geheime Sünden werden dann vor aller Augen aufgedeckt. Motive und Absichten, die in den dunklen Kammern des Herzens verborgen gewesen waren, werden dann offenbart. Alles wird als reales, dem Leben entsprechenden Bild erscheinen. In jener feierlichen und furchtbaren Stunde wird die Ehefrau erfahren, dass der Ehemann und der Ehemann, dass seine Frau ihm untreu gewesen war. Eltern werden zum ersten Mal das wahre Wesen ihrer Kinder kennenlernen. Kinder werden die Irrtümer und Fehler sehen, von denen das Leben ihrer Eltern geprägt war. Der Mann, der seinen Nachbarn durch falsche Darstellungen übervorteilt hatte, wird mit seinem widerrechtlich erworbenen Gewinn nicht entrinnen. Gott führt in seinen Büchern von jeder falschen Rechnung, jedem unfairen Geschäft, ganz genau Buch. Das Gedächtnis wird den Schuldigen zuverlässig und eindeutig beurteilen, der an jenem Tag so leicht befunden wird. Das Gedächtnis wird sich aller vergangenen Gedanken und Taten erinnern. Das ganze Leben wird in der Rückschau gesehen, wie die Szenen eines Films. The Lord is coming. Are